Vielen Dank für die Begrüßung. Schönen guten Tag hier in die Runde in Nürnberg und auch an allen anderen Orten, von denen Sie zugeschaltet sind. Wer von Ihnen ist denn in irgendeiner Weise beschäftigt mit neuen Bildungsangeboten für nachhaltige Entwicklung? Ja, und wenn das so ist, dann vielleicht aus innerem Antrieb heraus oder weil, wie in unserem Bundesland hier, das Hochschulgesetz uns dazu auffordert. Hier steht, die Hochschulen sind der Bildung für nachhaltige Entwicklung verpflichtet. Und das aus gutem Grund, denn seit gut 5 Jahrzehnten diskutieren wir öffentlich und global über Nachhaltigkeit. Und trotzdem müssen Holst und Singer-Brodowski nach einer umfangreichen empirischen Analyse feststellen, es gibt in unseren Modulhandbüchern und in den Studien- und Prüfungsordnungen weiterhin keine umfassende curriculare Integration von Nachhaltigkeit oder gar von BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Vor diesem Hintergrund entstehen gerade in den gut 400 Hochschulen allein in Deutschland Hunderte, wenn nicht Tausende von Curriculumsprojekten, um neue Bildungsangebote für nachhaltige Entwicklung aufzubauen. Und das verteilt auf quasi alle Wissenschaftsbereiche, von den Natur- und Ingenieurwissenschaften bis hin zu den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften. Überall dort fragen sich die Menschen jetzt, was ist unser Verhältnis, was ist unsere Beziehung zu diesem neuen Erkenntnisobjekt nachhaltige Entwicklung? Und welchen Beitrag können wir aus unserer Disziplin heraus zu Bildungsangeboten für nachhaltige Entwicklung leisten? Formate dafür gibt es viele. Das könnten innerhalb der Studiengänge sein, Studiengänge, die sich ausschließlich der nachhaltigen Entwicklung widmen. Oder Studiengänge, die entstehen aus der Kombination von etablierten Disziplinen mit nachhaltiger Entwicklung. Dann entstehen zum Beispiel Studiengänge wie nachhaltigkeitsorientierte Betriebswirtschaftslehre. Oder in bestehenden Studiengängen werden neue Module integriert oder bestehende Module mit neuen Nachhaltigkeitsaspekten werden erweitert. Neben Bildungsangeboten in Studiengängen gibt es auch andere Kontexte, etwa das Studium Generale, wo jetzt BNE-Curricula entstehen oder auch auf virtuellen Plattformen wie der Virtuellen Hochschule hier in Bayern. Und natürlich gibt es auch neue Bildungszertifikate zu nachhaltiger Entwicklung mit zertifikatsspezifischen Modulen oder mit Modulen, die den bestehenden Angeboten entnommen werden. Angesichts dieser Vielfalt und dieser Vielzahl an Curriculumsprojekten stellt sich jetzt natürlich schon die Frage, schon allein aus ökonomischen Gründen, müssen alle Beteiligten für sich das Rad neu erfinden? Oder, anders formuliert, gibt es einen generischen Ansatz? Einen generischen Ansatz zur systematischen Entwicklung von BNE-Curricula? Einen Ansatz, der die folgenden 4 Kriterien erfüllt, nämlich erstens, er ist wissenschaftlich fundiert. Zweitens, er ist anwendbar für eine möglichst große Anzahl an Wissenschaften. Drittens, er ist kompatibel mit den etablierten Nachhaltigkeitskonzepten wie den Sustainable Development Goals oder mit dem Konzept der planetaren Grenzen. Und viertens, der Ansatz sollte flexibel sein, um alle relevanten Lehrformate quasi bedienen zu können. Und ich behaupte jetzt, ja, einen solchen generischen Ansatz gibt es und ich will ihn dann auch anhand einiger Beispiele verdeutlichen. Der Schlüssel zur Antwort auf diese Frage liegt in einer zweckmäßigen Operationalisierung dessen, worum es geht, nämlich der nachhaltigen Entwicklung.
Und diese Operationalisierung will ich jetzt zeigen. Ich werde nachhaltige Entwicklung definieren anhand von 6 Dimensionen, die jeweils 3 bis 7 Ausprägungen besitzen. Und beginnen werde ich mit dem Nachhaltigkeitsbegriff selbst. Was ist also Nachhaltigkeit? Hier stütze ich mich auf das Verständnis des Bayerischen Zentrums Hochschule und Nachhaltigkeit, dem alle bayerischen Hochschulen angehören. Dort verstehen wir Nachhaltigkeit als einen Idealzustand menschlicher Zivilisation, der 3 Standards gleichzeitig erfüllt. Nämlich erstens, wir leben im Rahmen der ökologischen Tragfähigkeit unseres Lebensraums. Zweitens, wir sind dabei sozial gerecht. Und drittens, wir sind dabei wirtschaftlich so leistungsfähig, dass alle Menschen in Würde leben können. Mit diesem Nachhaltigkeitsbegriff und seinen 3 Standards haben wir einen Idealzustand beschrieben, von dem wir noch weit entfernt sind. Die Entwicklung dorthin nennen wir dann nachhaltige Entwicklung. Und wofür brauchen wir die nachhaltige Entwicklung? Das beantworten bereits diese 3 Standards. Wir können jetzt mit weiteren, bei uns 5 W-Fragen, weitere Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung aufspannen, von den Transformationsfeldern bis rüber zu den Reichweiten. Was verbirgt sich dahinter? Für alle Dimensionen haben wir, ähnlich wie für die Standards, aus den wissenschaftlichen Grundlagen geschöpft und Differenzierungen hier darunter geschrieben. 7 Transformationsfelder, hier nach Schneidewind, werden hier unterschieden. Dort spielt sich die nachhaltige Entwicklung ab. Ja, wir sprechen deshalb von der Energiewende, der Mobilitäts- oder Wohlstands- und Konsumwende. Wer ist dafür verantwortlich? Das sind die Akteursgruppen, von Zivilgesellschaft bis zu uns als Einzelpersonen. Wie geschieht das? Hier ist wichtig zu unterscheiden. Ökonomischer und technologischer Wandel sind nicht ausreichend. Wir brauchen mindestens genauso sehr auch den kulturellen und politisch-institutionellen Wandel. Interventionsarten, die uns sagen, wie können wir in den Status quo eingreifen, um uns an die Nachhaltigkeit anzunähern. Und schließlich die Reichweiten räumlich und zeitlich bis zu mehreren hundert oder sogar tausenden von Jahren. Denken wir nur an die Treibhausgase, die wir gerade mit dem elektrischen Strom, den wir hier verwenden, produzieren und die für Jahrhunderte und Jahrtausende in der Atmosphäre bleiben. Diese Struktur, ja, man könnte sagen, es ist eine Matrix. Wir nennen sie NE-Matrix, NE für nachhaltige Entwicklung. Ja, manche sagen einfach, ja, das ist eine Matrix, also NE-Matrix korrekterweise. Und um mal ein Beispiel zu geben, wie wir sie verwenden können, nämlich das, was wir gerade erleben, diesen Vortrag hier auf dem University of the Future Festival. Ich, aus der Wissenschaft kommend, versuche gerade durch eine kulturelle Intervention, nämlich meinen Vortrag, eine wichtige Ressource, nämlich Ihre und unsere Bildung, zu bereichern. Ich habe hier eine nationale Reichweite mit den Online-Zugeschalteten und hoffe, dass ich innerhalb weniger Jahre bereits eine Wirkung durch Sie oder durch uns entfalte. Das ist eine Kombination, die wir hier bilden können mit den 5 Dimensionen. Insgesamt ergeben sich so 2800 Kombinationsmöglichkeiten. 7 mal 5 mal 4 mal 5 mal 4, ja, 2800. Und mit etwas Interpretationsbereitschaft und gutem Willen behaupte ich, wir können alle Initiativen nachhaltiger Entwicklung mit dieser Struktur erfassen oder sie hier einordnen. Und das ist der Grund, warum ich glaube, mit dieser Matrix können wir sehr systematisch auch BNE-Curricula entwerfen. Und das werde ich jetzt am ersten Beispiel vorstellen. Stellen wir uns vor, wir wollen für unsere Hochschule einen Masterstudiengang kreieren, der heißt Nachhaltige Entwicklung. Widmet sich diesem Thema also vollständig.
Und der Studiengang soll interdisziplinär angelegt sein und zugänglich für alle Fachrichtungen. Also Studierende aller Fachrichtungen sind eingeladen. Wie können wir jetzt dazu ein Curriculum entwerfen? Als Struktur gehe ich von dem aus, was an meinem Hochschultyp üblich ist. Masterstudiengänge dauern 3 Semester, das 3. Semester ausschließlich für die Masterarbeit. Die ersten 2 Semester sind unterteilt in 12 Module, a 5 ECTS-Punkten. Wie füllen wir jetzt diese Struktur? Inhaltlich so, dass der Titel Nachhaltige Entwicklung auf Masterniveau gerechtfertigt ist. Jetzt kommt die NE-Matrix ins Spiel und sie ermöglicht jetzt, dass wir Modulgruppen erstmal grob abgrenzen und dann überführen in die Curriculumstruktur. Die erste Modulgruppe beschäftigt sich naheliegenderweise mit den 3 Standards der Nachhaltigkeit als Idealzustand. Man kann da ein paar andere Bausteine gleich mitnehmen in dieser Modulgruppe Grundlagen und Merkmale von Nachhaltigkeit. Zweite Modulgruppe. Wir schauen, wer ist dafür verantwortlich. Wir öffnen den Blick für alle Akteursgruppen und für alle Interventionsarten. Wir nennen das die Treiber nachhaltiger Entwicklung. Die dritte Modulgruppe führt dann all dieses Wissen aus den ersten 2 Modulgruppen zusammen und versucht, Klarheit zu schaffen über die Transformationsfelder. 7 Felder sind viel für ein Curriculum. Hier muss man eine Auswahl treffen. Wir haben jetzt mal uns für 3 Felder entschieden. Das könnten auch 3 andere sein. Und bei diesen Transformationsfeldern schauen wir dann fast automatisch auch auf alle Reichweiten und alle räumlichen und zeitlichen Reichweiten. Zusätzlich zu diesen 3 Modulgruppen gibt es eine 4., nämlich eine, die mehr methodisch ausgelegt ist. Wir wollen die Studierenden qualifizieren für interdisziplinäres Arbeiten und für transdisziplinäres Arbeiten. Das sind 2 Schlüsselkompetenzen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Das bildet dann die 4. Modulgruppe. So, und aus diesem Zwischenschritt müssen wir jetzt rüberkommen in die curriculare Struktur. Und merken Sie sich die Farben. Wir sehen sie hier wieder. Links unten die 3 Module mit den 3 Standards der Nachhaltigkeit. Dann in Gelb die Treiber nachhaltiger Entwicklung. Links oben die zusammenführenden Transformationen. Und rechts über beide Semester verteilt die eher methodisch ausgerichteten Module. Dieses Curriculum mit diesem Entwurf ermöglicht es, inhaltlich quasi alle Themen zu berücksichtigen, die aktuell oder auch schon seit langem im Bereich Nachhaltigkeit diskutiert werden. Das geht also über alle SDGs, gerade auch bei den grundlegenden Modulen, bis hin zu planetaren Grenzen, Menschenrechte, Wirtschaftsmodelle auch jenseits des Wachstumsdogmas, rechtliche Anforderungen von Seiten der Gesetzgeber über Transformationstheorie, psychische Ressourcen für Nachhaltigkeit bis zur Wissenschaftstheorie. Also wir sind hier zu einem Curriculumsentwurf gekommen, der viele Ansatzpunkte zulässt, um das Themenfeld nachhaltige Entwicklung vollständig zu erschließen. Auch für die eher methodisch ausgerichteten Module, interdisziplinäres Arbeiten, gibt es ausreichende Methodiken. Eine will ich hier besonders erwähnen, denn wir haben sie hier in Nürnberg erarbeitet, in dem Lehrlabor Hoch 3, das hier auch vorgestellt wird und das eine schöne Möglichkeit gibt, Themen zu erarbeiten für die Lehre. Auch mit Unterstützung von EMPAMOS, das heute Vormittag auch vorgestellt worden ist. Ja, dieser spielerische Ansatz hat uns da sehr geholfen. Und wer das nachlesen möchte, oben gibt es eine Broschüre, da ist es auch beschrieben. Da kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht näher eingehen. Schauen wir weiter. Nach diesem Beispiel
können wir uns fragen, kommt das auch in die Praxis? Ja, das ist der Fall. Ab Oktober starten wir mit genau diesem Studiengang dann unter der Überschrift Nachhaltigkeit und Transformation. Und die ersten Bewerberzahlen sind enorm ermutigend. Also die Nachfrage nach solchen Angeboten ist ganz offensichtlich da. Zweites Beispiel. Ich will Ihnen zeigen, wie wir diese Methode mit der NE-Matrix auch auf andere Formate anwenden können. Zweite Aufgabe, einen Hybrid-Studiengang entwickeln, ausgehend von dem etablierten Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, bei uns kurz WI, ergänzt um das zusätzliche Themenfeld nachhaltige Entwicklung. Ja, also WI und nachhaltige Entwicklung. Zeitliche Struktur 7 Semester, 210 ECTS-Punkte. Wie können wir dieses Gefäß füllen? Auch hier starten wir mit dem, was wir schon haben, in dem Fall mit dem etablierten Studiengang. Dieser etablierte Studiengang hat sich seit vielen Jahren bewährt. Deshalb die kritische Frage, was können wir rausnehmen aus dem Studiengang, um Platz zu schaffen für Inhalte der nachhaltigen Entwicklung? Für viele eine sehr kritische, gefährliche Frage auch, wenn man so die Hochschulpolitik betrachtet. Aber wir haben bei uns die schöne Gelegenheit gehabt, auf die Wahlpflichtmodule zuzugreifen, die im letzten Studienjahr eingeplant sind, also ganz oben auf die Modulgruppen, und haben aus den insgesamt 45 ECTS-Punkten 15 rausgenommen, die wir statt bisheriger Inhalte mit Inhalte der nachhaltigen Entwicklung füllen. Zusätzlich haben wir die Gelegenheit, die Bachelorarbeit und das Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten inhaltlich auf nachhaltige Entwicklung auszurichten. Das geht relativ gut in Kombination mit WI. Und dann haben wir noch ein Modul gebraucht, das wir zusätzlich entnommen haben, um auf 35 ECTS-Punkte zu kommen. Denn das war für uns irgendwo so die Größenordnung, die wir brauchen. Für nachhaltige Entwicklung 35 ECTS-Punkte, dann kann man es rechtfertigen, auch den Studiengang so zu bezeichnen. Entstanden ist also dann dieser Freiraum, der jetzt hier grau hinterlegt ist. Entnommen haben wir im dritten Semester dieses Modul Regelungstechnik und oben die Bachelorarbeit, das Seminar und drei Wahlpflichtmodule. Wie haben wir diese jetzt gefüllt? Wir können also jetzt wieder die NE-Matrix heranziehen und schauen, an welchen Stellen ist das WI noch blank? Also wo hat das WI noch kein Angebot in dem Curriculum? Und da können wir dann rein mit der NE-Matrix. Erstes Modul im ersten Semester wird dann sein Nachhaltige Entwicklung 1, Grundlagen. Dort geben wir einen Überblick über das gesamte Wissensgebiet. Das zweite Modul im zweiten Studienjahr heißt dann Standards, Akteure und Interventionen. Dort gehen wir also auf die drei genannten Dimensionen ein, lassen aber das weg, was sowieso schon im WI abgedeckt ist. Also wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist sowieso ein Kernthema beim Wirtschaftsingenieurwesen. Oder Unternehmen stehen dort eigentlich immer im Zentrum der Betrachtung. Die müssen wir nicht mit den Nachhaltigkeitsmodulen abdecken. Also so ist das angelegt. Das dritte Modul, ebenfalls mit 5 ECTS-Punkten, heißt dann Zukunftsszenarien und Transformationen. Dort führen wir das Wissen aus den ersten zwei Nachhaltigkeitsmodulen und allem, was die im WI-Verlauf noch lernen, zusammen. Und dann haben wir oben noch im letzten Studienjahr ein Modul, das uns auf die Handlungsebene bringt. Denn das ist ebenfalls ganz wesentlich für nachhaltige Entwicklung, die Zusammenarbeit mit außerhochschulischen Partnern in einem Projektmodul. Bachelorarbeit und Seminar habe ich bereits genannt. Das jetzt übertragen auf das Curriculum führt dann zu diesem Studienverlaufsplan, der tatsächlich auch realisiert worden ist, nicht exakt mit dem Namen und auch nicht in deutscher Sprache, sondern bei uns jetzt in englischer Sprache mit einem Studiengang, der heißt Sustainable Industrial Operations and Business. Und er hat genau diese Modulstruktur, wie ich sie gerade erklärt habe. Zum Abschluss noch ein drittes Beispiel.
Es geht um ein Bildungszertifikat. Wir haben in Bayern, in dem bereits erwähnten Zentrum Hochschule und Nachhaltigkeit Bayern, Mindestanforderungen formuliert für Bildungszertifikate an Hochschulen zur Nachhaltigkeit. Und die Zertifikate werden von den Hochschulen selbst vergeben. Allerdings mit dem Logo des Zentrums dann, wenn eine Kooperationsvereinbarung getroffen wurde, diese beinhält Mindestanforderungen. Bei den Inhalten sind diese Mindestanforderungen wieder genau an dieser NE-Matrix orientiert. Und sie verlangen, dass im einzelnen Modul eine Mindestanzahl der Ausprägungen der Matrix abgedeckt sind und für das Zertifikat dann noch mehr. In Landshut haben wir das bereits implementiert. An meiner Fakultät Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen bieten wir 9 Module zur Auswahl. Das sind Module aus den angestammten Studiengängen oder aus dem Studium Generale der Hochschule oder aus Partnerschaften hier mit der Virtuellen Hochschule Bayern oder mit der TU Berlin. Und die Nachfrage nach dem Zertifikat ist auch sehr groß, sehr gut, aber es ist auch anspruchsvoll. 15 ECTS-Punkte müssen erreicht werden und selbst aus den berufsbegleitenden Studiengängen kommt die Nachfrage dazu. Gibt es also einen generischen Ansatz? Ich meine ja, mit dieser NE-Matrix haben wir einen Schlüssel, um BNE-Curricula systematisch, offen, fair zu entwickeln. Und deswegen hier nicht mehr das Fragezeichen unten, sondern das Ausrufezeichen. Ich könnte noch weitere Hinweise geben. Lessons learned, vielleicht die erste nachhaltige Entwicklung sauber definieren, ganz klar definieren, griffig machen, sonst bleiben wir ewig in der vagen Diskussion und kommen nicht richtig zu einem überzeugenden Entwurf von Curricula. Und auch das Letzte noch, bei hybriden Bildungsangeboten wie Wirtschaftsingenieurwesen und nachhaltige Entwicklung antizipieren, dass Themen, die heute unter Nachhaltigkeit diskutiert werden, in zukünftigen Jahren zum Standard der etablierten Disziplinen werden. Ja, deswegen aufpassen, wie man die Module benennt und schauen, dass wir weit in die Zukunft greifen mit dem, was nachhaltige Entwicklung benötigt. Soweit erstmal von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und damit übergebe ich dann gerne zurück an die Moderatorin. Super, dann ganz herzlichen Dank, Herr Schmidt. Nun darf ich wieder an meine Kollegin Martina übergeben für die Q&A-Session. Ja, die gute Nachricht, wir sind wieder live. Die Leute sehen Sie nicht nur auf YouTube, sondern auch auf der Plattform. Und es kommen schon die ersten Fragen rein. Vielen Dank, schreibt Martin Ulrich, sehr interessant und sehr klar. Das ist aus meiner Sicht ein gutes Beispiel für eine inhaltsorientierte Curriculumsentwicklung. Die Frage dazu, gibt es auch einen kompetenzorientierten Ansatz für Curriculumsentwicklung in der BNE? Ja, sehr gute Frage, die sich wirklich auch aufdrängt. Ich komme jetzt von den Inhalten her, ja, und habe begonnen mit dem Erkenntnisobjekt. Ja, wir sind in den Wissenschaften, da geht es um Erkenntnisfortschritt und das war so meine Ausgangshaltung. Natürlich müssen wir dann auch in die Schuhe der Studierenden schlüpfen und uns fragen, was sind die Kompetenzziele, die damit verknüpft sind. Und wir haben natürlich bei uns auch in dem Bayern-Zertifikat vom Zentrum Hochschule Nachhaltigkeit Bayern nicht nur Inhalte gefordert als Mindestanforderungen, sondern auch die Abdeckung bei uns von 13 Kompetenzen für nachhaltige Entwicklung, die auf Lozano und andere zurückgehen beispielsweise. Und das muss miteinander einhergehen. Also es lässt sich nicht losgelöst voneinander ins Curriculum packen. Mhm. Wir haben dann nur mit inter- und transdisziplinären Arbeiten 2 nochmal besonders herausgehoben, weil die sehr spezifisch wichtig sind für nachhaltige Entwicklung. Mhm. Vielen Dank. Ich saß auch gerade neben meinen Kolleginnen von der Lehr- und Kompetenzentwicklung, die bei uns an der OHM Curriculumswerkstätten durchführen und die haben mir bestätigt, dass das ein ganz toller Ansatz ist und auch dieser Switch, den Sie jetzt gerade gezeigt haben von Ihrem theoretischen Modell in die Praxis, das war sehr überzeugend und ist, glaube ich, wirklich ein Thema, das man gut weitergeben kann. Martin Ulrich bedankt sich für die Antwort. Super, und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen hier auf der Bühne und auch glücklicherweise wieder zurück im Livestream.
Ganz herzlichen Dank. Und für Sie hier im Saal, es geht in 5 Minuten weiter um 15:40 Uhr mit unserer nächsten Keynote. Also nutzen Sie die Zeit, holen Sie sich gerne noch was.